Wir bleiben in Berlin. Es geht in den Norden. Genauer nach Reinickendorf. Hier gibt es einen echten Kiez-Fußballverein, den SC Borsigwalde. Heute bin ich zum Training mit der U12 verabredet. Ihr seid die siebtbeste Mannschaft von 11-Jährigen, die es in Berlin gibt. Ist das richtig gerade? Das ist ja noch nicht fertig, die Saison. Du denkst, es geht auch nach oben? Wo ist ein Saisonziel bei euch? Wir haben hier eine richtig gute Fußballmannschaft. Das sind lauter begeisterte Berliner Jungs. Ich darf jetzt mal, ich unterbreche, geht ihr bitte auf den Platz schon mal. Ich komme gleich hinterher. Und was denen passiert ist, ist eigentlich kaum zu glauben. Nicht am Ende jeder Saison sind die Kids unterwegs in einem gemeinsamen Fußballcamp. Dafür zahlen die Eltern viel Geld. Die Kinder freuen sich darauf. Nur in der vergangenen Saison ist das Ganze in einem bösen Desaster geendet. Dreimal pro Woche trainieren die Kids hier auf dem Platz. Plus Punktspiel am Wochenende. Für Trainer Norman Donner also quasi ein Vollzeitjob. Riesenbegeisterung hier, ne? In Berlin. Ja, super. Ja. Und auch eine gute Truppe. Vielen Dank, ja. Ja. Ja, wir geben uns große Mühe, um die Jungs natürlich immer weiter voranzubringen. Ja. Und dann gehört natürlich so eine Abschluss-Saisonfahrt dazu. Na klar, ja, ganz normal. Ja. Die Planungen gehen ja auch schon vor der Saison eigentlich los, ja, für die kommende, mehr oder weniger. Ne? Natürlich. Ja. Das ist ein Motivator, das ist wie so eine Fußballklassenfahrt, muss man sich das vorstellen. Ja. Ne? Im Sommer 2022 steht für die Jungs, den Trainer und die Eltern das Highlight des Jahres auf dem Programm. Der Hamburger Sommercup. Mit dabei die Jugendmannschaften von großen Vereinen, wie dem FC Schalke 04, dem FC St. Pauli und sogar internationale Topclubs. Wie bist du darauf gekommen überhaupt? Naja, so durch Mundpropaganda und dann natürlich auch über Internet bin ich drauf gestoßen. Und ja, hörte sich halt sehr gut an, weil Schalke, Kopenhagen, Galatasaray, womit da Werbung gemacht wurde. Wenn gerade für die Jungs, die in Berlin spielen, damit da gehen große Namen. Da schlägt das Fußballherz höher. Nicht nur beim Trainer. Und das ist eine Sache, die nicht nur die Jungs alleine machen, sondern die Familien auch mitkommen, ne? Na klar, ja, wir sind eigentlich, ein ganz großer Zusammenhalt in der Mannschaft. Auch unter die Eltern müssen da auch mitgehen, ne? Ja. Und nicht zuletzt auch zahlen dann am Ende, weil für diese Reise ist so, dass die Kinder mitkommen und Eltern teilweise auch. Na ja, klar. Ja. Was waren da so ungefähr die Kosten? Na ja, ich sag mal, für eine Einzelperson oder einzelnes Kind, glaube ich, lag bei 230 Euro, ja. So, und wenn jetzt zu dritt oder zu viert hier. Alles klar. So, würdest du mit diesem Vertrag, gab es da einen Vertrag zu? Ja. Würdest du mit denen gleich mal zeigen, wenn du fertig aufgebaut hast, die Jungs sind bei der nächsten Einheit? Ich will wissen, was genau die Borsigwalder da gebucht haben. Norman nimmt mich mit in die neu gebaute Geschäftsstelle. Die wurde aus eigenen Mitteln finanziert und dient als Anlaufstelle für die Eltern und Kicker. So, und hier, Geschäftsstelle. Wie siehst du das? So einen Ort braucht man, um das zu verwalten, ne? Unbedingt, ja. Wie gesagt, durch die hohe Mitgliederzahl, Verwaltungsaufwand ist enorm, ja. Wirklich enorm. Ich sehe hier gerade schon liegen, gleich bei oberster Akte sozusagen auf dem Tisch. Die Rechnung von damals, ne? Und 5.102 Euro. Das war der Preis für 25 Personen. Inbegriffen Übernachtungen in einem Hotel in Hamburg-Altona. Plus Frühstück und die Anmeldegebühr für das Turnier. Wie lief es dann? Du hast da hingeschrieben, wir machen mit als Verein, dich angemeldet oder was? Ja, richtig, genau. Ja. Ja, und dann hat er natürlich gleich Druck gemacht. Ja, also wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr schon mal 300 Euro einzahlen, damit ihr schon mal dabei seid und den Rest dann sofort. Und sowas, also ich organisiere so die Turniere, suche mir die raus und den Rest übergebe ich dann meiner Betreuerin. Also quasi Eltern, genau, die das übernehmen. Eltern, die es übernehmen, die sich darum kümmern. Also. Aber welches Elternteil hat das denn übernommen? Ist die heute beim Training? Ja. Das ist gut, dann sprechen wir mit der gleich mal. Denn die Eltern stecken schon richtig viel Geld in das Hobby ihrer Kinder. Und in diesem Fall ein paar hundert Euro extra für den Hamburger Sommercup. Funda Takir sollte mitfahren. Sie ist Spielermama, betreut die Mannschaft und ist Ansprechpartnerin für alle. Was ist euch verkauft worden hier? Wir haben eine Anmeldegebühr für das Turnier in Höhe von 89 Euro gehabt. Ja. Und der Rest sind eigentlich nur die Hotelzimmer, die wir aber auch nicht direkt ans Hotel gezahlt haben, sondern an den Veranstalter. Und die Preise sind nicht günstig. Es geht von 258 Euro für einen Einzelnen bis hin zu 600 Euro für die ganze Familie.
Das schüttelt nicht jeder aus dem Ärmel. Ja. Nicht im Borsigwald. Da mussten schon einige ein bisschen schauen, wie sie das Geld dann auch zusammenbekommen. Mhm. Wir haben versucht, da auch gegenseitig uns zu unterstützen, richtig, damit auch wirklich alle Familien mitkommen können, super, damit wir ein schönes Event haben. Ja, schön. Ich hatte das Geld dann zusammen von allen Familien und dann ging es zum Bezahlen. Mhm. Das Geld für die Reise sollten Sie per PayPal überweisen. Tatsächlich habe ich auch erst mit Käuferschutz das Geld versendet. Mhm, gut. Und er hat es mir aber zurückgeschickt und gesagt, es geht nur über Freunde. Und das war schon wieder so das, wo ich Bauchschmerzen hatte. Wenn Geld über die Funktion Freunde bei PayPal verschickt wird, hat man keine Möglichkeit, sich das Geld vom Empfänger zurückzuholen. Mit der Funktion Käuferschutz kann das Geld bei nicht erbrachter Leistung von PayPal zurückverlangt werden. Ich habe nochmal Rücksprache mit unserem Trainer gehalten und er hat gesagt, nein, er hat auch mit anderen schon gesprochen, diesen Veranstalter gibt es wirklich. Ich kenne auch Mannschaften, die schon bei Turnieren waren. Kein Phantom, wo man genau Geld überweist. Und dann haben wir gutgläubig, wie wir sind, dachten wir, naja gut, dann machen wir es halt über Freunde, in Absprache mit allen Eltern, aber ja. Und die volle Summe haben Sie dann überwiesen, 5.102 Euro. Richtig. Alles schien perfekt, Hotel gebucht und bezahlt. Die Kinder voller Vorfreude. Der kleine Kiezclub SC Borsigwalde unter den ganz Großen des Fußballs. Aber 4 Wochen bevor das Turnier stattfinden soll, der Schock. Ich habe irgendwann eine Nachricht bekommen von unserem Trainer, dass das Turnier abgesagt worden ist. Das war natürlich nach der Stornofrist. Wie ist denn die Reaktion gewesen? Die Jungs waren schon sehr betroffen und traurig, weil sie sich schon gefreut hatten auf das Turnier. Weil sie gesagt haben, ja, endlich mal gegen andere spielen und mal gucken, weil wir da so abschneiden. Aber daraus wurde nichts. Übrig blieben nur geplatzte Träume. Wie waren das damals? Worauf habt ihr euch da gefreut? Was waren das Coole? Dass wir gegen krasse Mannschaften spielen, dass wir auch mal in einer anderen Stadt spielen. So, und wer hat euch das dann erzählt, dass nicht ist? Unsere Trainer und unsere Eltern. Ja. Wie war das? Wir waren auf jeden Fall alle sehr enttäuscht, traurig und auch vor allem auch sauer. Aber es kommt noch dicker. Und zwar für die Eltern. Der Veranstalter zahlt das Geld nicht zurück. Also ich habe ja ein bisschen mit ihm noch hin und her geschrieben. Er kann jetzt nicht zahlen, er könnte mir jetzt erst die Hälfte zahlen und dann 6 Monate später die andere Hälfte. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte das Geld auch komplett zurückhaben, weil wir mit dem Geld dann was anderes machen möchten für die Jungs. Der große Traum für alle geplatzt. Lediglich die 300 Euro Anzahlung wurden zurücküberwiesen. Seit 2 Jahren nun warten die Eltern schon auf den Rest des Geldes. Vom Veranstalter kommen immer nur Vertröstungen. Hier sind 4.800 Euro offen. Und zwar nicht in der Vereinskasse, die könnte man ja auffangen, sondern in den Kassen der Eltern, die hier mit wirklich Feuer und Flamme dabei sind. Die enttäuschten Kinder sind das eine, die Kohle, die die Eltern zurückbekommen, das andere. Ich spüre, dass hier in Borsigwalde so Berliner Fußballzukunft gerade geschrieben wird. Schau dir mal an, die kleinen Talente. Und dann tut sowas richtig weh. Und ich als Berliner werde ganz besonders sauer, wenn ich von sowas lese und es mitbekomme. Also, da kann sich jemand auf unsere Arbeit gefasst machen. Ich werde alles geben, um das Geld zurückzuholen. Zurück in unserer Münchner Redaktion. Auf Facebook finden wir den Veranstalter und seine Sport-Event-Agentur aus Aalen. Wir wollen wissen, wie er seine Geschäfte macht und warum er das Geld für ein ausgefallenes Turnier nicht zurückzahlt. Mein Kollege Matthias nimmt Kontakt zu dem Mann auf und gibt sich als Fußballtrainer einer erfundenen Jugendmannschaft aus. Man schreibt sich bei WhatsApp. So funktioniert die Buchung. Wir bekommen einen Flyer zugeschickt. Der Veranstalter wirbt wieder mit großen Namen. Wir interessieren uns für den internationalen Hallencup in Bielefeld. 34 Kinder sollen angeblich mitmachen. Keine 10 Minuten später hat Matthias ein Angebot vorliegen. Hotel, Frühstück, Anmeldegebühr für insgesamt 4.135 Euro. Als nächstes will der Veranstalter eine Anzahlung von 250 Euro. Wir bleiben dran und senden ihm diese per PayPal. Wohlgemerkt, Matthias hat für das Turnier nicht einmal zugesagt, geschweige denn gebucht. Parallel dazu gehen die Recherchen zu vergangenen Turnieren weiter. Wir finden raus, dass nicht nur der SC Borsigwalde auf den Veranstalter reingefallen ist. Den Jungs vom SV Babelsberg bei Potsdam ist das Gleiche passiert. Ich treffe Coach Thomas Dittrich.
ganz kurz mal, wie ist es abgelaufen? Wie seid ihr als Mannschaft auf dieses Turnier gekommen? Ja, wir waren ja von dem Serkan schon mal eingeladen. Ihr wart schon mal eingeladen? Ein Dreivierteljahr vorher. Da war ein Turnier in Duisburg. Und sehr schönes Turnier auch mit Bundesligisten, international besetzt. Dort trifft er auch den Turnierveranstalter Serkan A. Ich habe ihn dort kennengelernt als damals sympathischen, netten Menschen. Das Turnier in Duisburg lief auch ordentlich ab. Übernachtung war in Ordnung, das Drumherum war in Ordnung, die Spiele waren in Ordnung. Also es war gut organisiert. Und deshalb melden sie sich erneut an und überweisen insgesamt 3.681 Euro. Ungefähr 4 Wochen vorher habe ich eine kurze WhatsApp bekommen, dass sie uns leider mitteilen müssen, dass dieses Turnier nicht stattfinden kann. Sie könnten da überhaupt nichts dafür. Kann alles mal passieren. Hätten keine Schuld, es läge am Veranstalter. Und das Geld kam zurück. Und natürlich kam das eben nicht zurück. Die Ausreden dieselben wie beim SC Borsigwalde. Er habe zurzeit kein Geld. Die Corona-Pandemie hätte finanziell so viel kaputt gemacht. Ganz kurz, das Geld kam nicht zurück. Das Geld kam nicht. Das war ein Jahr nach quasi Pandemieende sozusagen. Das hat mit Corona nichts zu tun. Nein, überhaupt gar nicht. Er hatte sich einmal gemeldet, dass er am einen Stichtag 1.8., wenn alles so läuft, wie Sie sich vorstellen, das war der O-Ton, dann würde er am 1.8. Geld zurückzahlen. Ganz kurz, das Geld Ihres Vereins liegt da auf einem Konto, wird ja zumindest für dieses Turnier, was nicht stattfindet, auch gar nicht ausgegeben. Nein. Was steht einer sofortigen Rücküberweisung im Wege? Ja, das war meine Frage auch und es ist jedenfalls nichts passiert. Das Geld hat der Verein bis heute nicht bekommen. Wie bringt man das denn den Eltern der Kinder bei? Ja, ganz schwierig. Ganz schwierig. Das ist ja deren Geld. Zumal es Eltern auch gibt, die sich das wirklich abgespart haben. Pro Person kostet das 130 Euro und das ist kein Pappenstiel. Und wenn dann zwei Eltern mitfahren, ein Kind, dann ist man ganz schnell bei 400-500 Euro. Wie eine kleine Urlaubsreise schon fast, schon die dann so, futsch ist. Und so. Seitdem kam auch kein Geld. Und dann kam, denke ich mal, auch keine Reaktion mehr. Genauso. Wir fangen mal langsam an zu zählen, wie viele Jugendfußballvereine so in den letzten Monaten da eingeladen wurden, bezahlt haben und das Geld jetzt futsch ist. Weil ich glaube, ihr hier aus Babelsberg seid einer von vielen Vereinen, denen das so geht. Ja. Ich nehme das mal alles mit, was Sie mir erzählt haben, und wir melden uns, wenn wir mehr wissen von dem Mann. Vielen Dank. Viel Erfolg noch der Truppe, ne? Ja, dann.